Hallo zusammen, heute machen wir diesen unglaublich gut aussehenden orientalischen Burger. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Das heutige Video entsteht in der Kooperation mit Vom Fass. Wer bei meinen Videos genau hinschaut, weiß, dass ich regelmäßig Essige, Öle und auch andere Produkte von denen benutze. So auch heute, wir beginnen mit dem Oriental Hummus Dip. Den kann man eigentlich so zubereiten, wie das auf der Packungsangabe steht, aber ich habe mir noch erlaubt, Freestyle einen zweiten Dip dazu zu machen. Dafür nehme ich 150 Gramm Joghurt, 2 Esslöffel Quark und rühre 2 Esslöffel von dem Dip unter meinen Quark. Und das ist das erste meiner beiden Soßentoppings. Das zweite Soßentopping machen wir dann so, wie das auf der Packungsangabe vorgesehen ist. Wir nehmen den Hummus-Dip und vermischen den mit Wasser. Das mache ich so schrittweise, bis mir die Konsistenz gefällt. Danach rühre ich noch etwas Öl und etwas Essig bzw. Balsamstar unter. In dem Fall Jalapeno-Öl. Das ist richtig geil, hat einen geilen Jalapeno-Geschmack und ich stehe eigentlich auf so scharfe Hummus-Varianten. Das Coole ist, dass das hier eine sehr schöne Grundbasis ist für weitere Rezeptideen. Man kann dem zum Beispiel etwas Frucht einhauchen, indem man hier etwas von dem Wildmango-Balsamstar nimmt. Das ist ein sehr, sehr milder Essig, der ein Mango-Aroma hat. Das passt hervorragend dazu. Das war's auch schon. Jetzt stellen wir die beiden Dips kalt und kümmern uns um den Burger. Wir brauchen dann ein Burger Patty. Das sind so ca. 180 Gramm. Und das würzen wir mit Salz, Pfeffer und Kumin. Also gemahlenem Kreuzkümmel. Soll ja etwas orientalisch schmecken. Wenn das einmal mit den Gewürzen gut vermischt ist, formen wir ein Burger Patty und stellen auch das beiseite. Nun heizen wir den Grill vor. Wir benötigen dabei eine Grillfläche mit großer direkter Hitze und etwas Grillfläche für indirekte Hitze. Nun gebe ich meinen Gussrost auf die Kohlen, lasse das kurz aufheizen und bürste das danach sauber. Wie ihr dem Titel entnehmen könnt, ist ein weiteres Topping von dem Burger gegrillte Antipasti. Also starten wir mit 2 Paprikaschoten, die wir komplett rundherum auf direkter Hitze verbrennen lassen. In der Zwischenzeit schneiden wir eine Zucchini in Scheiben und das gleiche machen wir auch mit einer Aubergine. Die genauen Mengenangaben gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Dort werde ich auf jeden Fall auch einen Link zu den Vom Fass Produkten posten. Würde mich freuen, wenn ihr euch das mal anschaut. Sobald unsere Paprika dann von einer Seite komplett schwarz sind, umdrehen und rundherum verbrennen lassen. Das sorgt dafür, dass man nachher die Haut von der Paprika leichter entfernen kann und dann wirklich nur das Fruchtfleisch einlegen kann. Im Anschluss grillen wir auch die Zucchini von jeder Seite. Das mache ich so 3 bis 4 Minuten. Wichtig ist an der Stelle, dass diese ein schönes Grillaroma bekommen und vielleicht auch ein schönes Branding, so wie hier, aber nicht zu lange auf dem Grill sind, damit sie nicht zu trocken werden. Das gleiche passiert mit meinen Auberginenscheiben. Auch hier sind wir so bei 3 bis 4 Minuten von jeder Seite. Und wenn sie ein schönes Branding haben, einmal drehen, von der anderen Seite grillen und dann wieder vom Grill nehmen. Gegrillte Antipasti ist super einfach herzustellen und super lecker. Nun grillen wir das Beef Patty. Auch hier 3 bis 4 Minuten von jeder Seite, bis es ein schönes Branding bekommt. Wer möchte, kann für ein Rautenmuster auch eine 90 Grad Drehung einbauen. Danach das Patty auf den indirekten Teil des Grills legen und den Deckel schließen. Wer möchte, kann hier auch ein Falafel-Patty machen. Somit hätte man eine komplett vegetarische Variante eines sehr schmackhaften Burgers. Für unsere Antipasti benötigen wir nun eine Mischung aus Wildmango-Balsamstar, Salz und schwarzem Pfeffer, wo wir auch wieder mit einem feinen Strahl etwas Jalapeno-Öl unterrühren. Das Ganze sollte sich einigermaßen zu einer Emulsion vermischen. Wobei das Mengenverhältnis Essig zu Öl hier ca. 3:1 ist. Jetzt können wir unsere Paprika schälen. Die Haut lässt sich kinderleicht entfernen und die Paprika hat wirklich ein richtig geiles Grillaroma. Der Geschmack ist wirklich außergewöhnlich. Wenn man die Haut halbwegs entfernt hat, kann man den Rest einfach so runterschneiden. Und das Ganze wiederholen wir dann natürlich auch mit der roten Paprika. Rote und grüne Paprika machen hier natürlich von der Farbe her am meisten Spaß. Geschmacklich gesehen funktioniert das natürlich auch mit den orangenen und mit den grünen Varianten.
Jetzt wird das Gemüse in unserer Essigölmischung eingelegt. Und das ist richtig lecker, denn gerade Zucchini und Aubergine saugen sich so richtig schön mit dieser herrlichen Vinaigrette voll. Einfach nur miteinander vermengen und danach kann das eigentlich auch schon unmittelbar serviert bzw. hier für unseren Burger weiterverarbeitet werden. In der Zwischenzeit habe ich ein Brioche-Brötchen angeröstet und gebe nun meinen ersten Dip mit auf den unteren Teil. Das hier ist mein Hummus. Dann lege ich eine Scheibe rote und gelbe Paprika sowie mein Burger-Patty auf. Gefolgt von einer Scheibe Aubergine und einer Scheibe eingelegte Zucchini. Richtig geil. Final toppe ich das Ganze mit meinem Joghurt-Hummus-Dip und fertig ist mein orientalischer Burger. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Teilen, liken, kommentieren ist natürlich immer sehr gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, könnt ihr das jetzt nachholen. Ich bin sehr begeistert von dem Produkt. Ich finde auch die Produkte vom Fass richtig geil. Würde mich freuen, wenn ihr euch das mal anschaut. Die haben nicht nur geile Dips, sondern auch geile Essige und geile Öle. Die haben jetzt momentan auch so eine Barbecue-Box am Start, die ihr euch mal angucken solltet. Ich verlinke euch das mal unten. Ja, sehr lecker. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.